Hallo, willkommen zurück zu Tomb Raider. Ich würde sagen, wir vergeben jetzt gleich mal kurz Fertigkeitspunkte. Oh, das war ein schneller Einstieg. Entschuldigung. Heute ist irgendwie ganz, ganz komisch, aber nun denn. Was machen wir denn schön mit? Was wollen wir denn machen? Schlussendlich muss man ja eh alles haben. Die Frage ist nur, welche Reihenfolge wir jetzt hier machen. Ich bin mal, ja, täusche mich da total planlos. Plünderung? Wir haben hier noch was bei tierischer Instinkte. Ja, genau. Ja, Plünderung. Kartografie. Nö, das möchte ich nicht. Das ist für mich immer noch cheaten. Komm, wir machen Kampf. Irgendwann müssen wir ja eh alles haben. Schmutzige Tricks bin ich nicht gerade so interessiert. Ausweich-Killmeister bin ich zwar auch nicht so interessiert, aber ich möchte jetzt hier nicht allzu lange im Menü verweilen. Mal gucken, vielleicht können wir ja jetzt schon was Tolles. Ich habe mich übrigens kurzerhand dazu entschlossen, dass wir doch mal kurz zu unseren Freunden gehen, mal Hallo sagen. Weil ich denke mir mal, wir werden dann gleich wieder weitergeschickt. Ich habe noch keine Ahnung, wo die stecken. Ich soll mal ein Geräusch folgen. Tagebuch. Also ist. Und ich schon. Juhu. So. Und los geht's. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Also ich nehme es ihr nicht übel, dass sie, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, uns gegenüber misstrauisch ist, beziehungsweise dass sie uns in Frage stellt, uns bezweifelt. Aber ganz ehrlich, schlussendlich hätte sie ja auf dem Schiff rein theoretisch immer noch sagen können, nö, mache ich nicht mit. Rein theoretisch. Und wäre dann eine andere Frage gewesen, wie sie wieder nach Hause kommt, aber wie gesagt, einerseits, ich kann sie verstehen, aber andererseits, schlussendlich müssen wir doch alle zusammenarbeiten und hart rannehmen, ja, okay, aber dann auch nur bis zu einer gewissen Grenze, weil es geht hier ja jetzt momentan gerade ums Überleben. Naja, mal gucken, vielleicht ist sie ja, na gut, uns gegenüber ist sie ja auch ehrlich, sie hat uns ja ehrlich ins Auge gesagt, aber Moment mal, Roth ist doch tot. Ich sollte nicht mehr so viele Pausen machen zwischen den einzelnen Spieldings. Hier kommen wir rein. Einfach mal vom Thema ablenken, dass ich mal wieder in einer Sackgasse gelandet bin. So, ja. Schreibe auf den Tisch. Noch ein Tagebucheintrag. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panirs grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Es tut mir leid, dass er so eine schreckliche Vergangenheit hatte. Ich kenne die Geschichte leider nicht von Panir und dem Riff.
Müsste ich mal nachgoogeln? Oder uns wird das hier noch erklärt? Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ich weiß, das passt. Ich würde gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Geh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Sie müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig. Hey, Lara ist nicht die Einzige. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, hey, schon okay. Ganz ruhig. Und fass nichts an. Fertig, ja? Mann, Sam, geh da weg. Wie viel Zeit brauchst du, nachdem wir die Maschine rausgehoben haben? Mit dem richtigen Werkzeug ein paar Stunden. Morgen früh können wir bestimmt ablegen. Falls Alex nicht wieder rumtrödelt. So, fertig. Ich geh mal hier weg, sonst komme ich gar nicht mehr zum Quatschen. Weißt du, wollt mich eigentlich gar nicht quatschen hören? Oh, da oben glitzert was. Ich weiß, es passt eigentlich überhaupt nicht, jetzt hier aus der Sequenz einfach so meinen Kommentar abzugeben. Aber warum ist nur Lara so dreckig, bitteschön? Was ist denn da los? Total zerrissen die Klamotten hier, überall klebt noch Blutbissen dran, total schmutzig von oben bis unten und die anderen sehen aus wie frisch geduscht. Also irgendwie, ja. Also wir müssen da hoch. Sieht ja auch sehr stabil mal wieder aus. Ich würde trotzdem gerne zuerst da hinten hin. Ja, schlag mich jetzt dafür, aber... Oh nein, nein, nein. Da oben auf dem Zeltbahn aus. Merken wir uns für nachher. Was ist denn da mit dem Vogel los? Achso, okay. Das ist schon jetzt irgendwie buggy oder so. Was haben wir denn hier unten, Jonas? Kann man hier irgendwas machen? Habe ich mich jetzt erschreckt. Bin ich denn heute so schreckhaft? Das hilft uns für was? Das mal wieder zurück. Oh. Das war echt immer nur stückchenweise zurück. Dann lassen wir da nochmal da stehen. Hier eine Kette. So, Moment mal. Ich will ja gerne in die Munition rein. Ne? Kann ich denn hier nicht raus? Verbandet. Ja, das kann. Mich verarschen. Nein, du sollst es nicht anzünden, du sollst es nicht wieder ziehen. Na los, komm. Und hopp.
jetzt natürlich hier auch reinstecken. Na los, und warum nimmt die Strömung das Boot nicht einfach mit? Das wäre viel unkomplizierter. Ja, das können wir trotzdem da nicht hoch. Ich versuche einfach mal mein Glück. Nee, falsch. Los, und so unlogisch, aber ich will mich hier jetzt nicht beschweren. Und hepp, los. So, und warum komme ich hier jetzt nicht hin? Ah, jetzt. War das Schiff jetzt wirklich nur auf? Das Boot? Schiff, genau. Schiff. Das war jetzt nur für jeden. Philosophiert. Hier liegt nichts. Nehmen wir mit. Hier unten. Oh, hier ist die Stoffflitter. Funkeln, wie auch immer. Super winkelt. Das macht mich irgendwie nervös. Ja. Hier unten gerade noch was? Oder waren das die Kraft? Hier aus. Kann ich mich hier irgendwo einhaken? Da kann ich mich hochziehen. Also hochkraxeln. Warte mal, da oder nicht? Und jetzt hast du auch das mal mit dem Kopf rein. Wir müssen nicht immer gleich alles anstecken. Da kommen wir hin. Wir finden das Seil hier, beziehungsweise wir fängt das an. Muss ich mich jetzt von da darüber krabbeln? Echt jetzt? Ach, kriegt einer an. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. So. Ja, nee, mach mal so. Und zieh. Verdammt, das kann ich noch nicht. Ah, toll. So viel dazu. Berg, Sonne. Was bedeutet denn der Kreis? Quiesnisch. Komme ich hier vielleicht eher später hin? Also da hinten? Da hinten? Was ist denn heute los? Ich bin irgendwie gerade total planlos. Hier komme ich nicht hoch. Gibt es denn hier irgendwas, was ich schubsen, ziehen, wie auch immer kann? Jetzt hier so in der Nähe nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Gegenstand über die ganze Insel schleifen müssen, damit wir da oben hochkommen. Oh, habe ich mich schon wieder erschreckt hier. Ja. Was glitzert denn hier so? Ach so. Ja. Hat sich ja sehr gelohnt gerade. Grunz. Ja, was denn? Ja, was ist denn los? Kann man dir helfen? Ne? Okay. Schau mal, hier ist... Kann man von da irgendwie... Können wir das hier einfach mal abholen? Und wenigstens irgendwas mal. Hallo, würdest du? Lara? Ja.
Mich würde es ja mal sehr interessieren, wie das hier vorher aussah, als noch nicht alles so runtergekommen war. Beziehungsweise als die Gebäude oder das Gebäude, ich weiß ja nicht, ob es mehrere waren und nur eins noch stand. Wie es aussehen würde. Wer bringt mir denn die Seilrutsche hier? Wo man nicht hoch kann, oder? Also. Ich glaube, wir kommen hier so nicht weiter. Bevor ich euch jetzt damit langweile, dass ich hier die ganze Zeit versuche, irgendwie irgendwas auf die Kette zu bekommen, gehen wir mal da lang, wo die anderen das gerne möchten. Lang, die anderen gerne möchten. Egal. Obwohl, sehen wir das? Hey Leute! Wenn diese Psychos auftauchen, musst du vielleicht wirklich ans Geschütz. Glaubst du, sie kommen, um mich zu holen? Sie hat genug durchgemacht. Keine Sorge, Sam. Im Ernstfall übernehme ich das Schießen. Du suchst dir ein Versteck, okay? Diese Irren machen keine Scherze, Jonah. Wir müssen alle kampfbereit sein. Ich kämpfe. Die kriegen mich nicht nochmal. Richtig so. Richtige Einstellung, Mädel. Schlimmes. Das sieht hier alles sehr bröcklich aus. Gott, bröcklich? Egal. Ja. Ah, hier fass ich das an. Was mit die Leute? Oh, hallo. Kommen wir hier rein? Wäre auch zu schön gewesen. Da freue ich mich hier. Wahnsinn. Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Hey, was? Das Schiff oder wie? Also, naja, Schiff kann man es ja nicht mehr nennen. Oh Gott, das ist sowas von keine gute Idee. Zum Teufel sind sie. Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch von dir gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Das Dunkel wird den Bereich. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Wo ist jetzt weiter? Hallo? Hallo? Jemand da? Ist hier hinten noch was, bevor ich hier rüberhüppe? Oh nö, ist der jetzt runtergefallen? Ist hier unten irgendwie was? Warum sind hier nur zwei? Und warum greifen die uns nicht an? Verstehe nicht. Dann würdest du da hoch. Dankeschön. Was? Nee. Sobald es irgendwo ein bisschen funkelt oder so, ist sofort am Start. Da ist er. Ja. Wenn er jetzt runterfällt, wenn ich hier so stehe, dann drückst du dich. Muss ich den jetzt in. Oh Gott, ich mache eine Stimme.
In der Hosentasche. Wo ist denn hier bitte schön noch Platz? Egal. Ich frag gar nicht mehr. Ich nehme es einfach so. Was machen wir jetzt? Lass mich verarschen, das war ein Kopftreffer. Das war ein verschissener Kopftreffer. Aber Bandit. Nee, Feuerteufel. Lass das. Lass mich in Ruhe. So, komm. Überhaupt nicht gut im Zielen. Und dann habe ich mal einen schönen Kopftreffer unterstützt. Nee, naja. Egal. Nicht drüber aufregen. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Und für was? Oh, Controller. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Was, hat man hier denn Briefe verwahrt? Oder wie? Also, ich glaube, Schreibutensilien darin zu verwahren, ist ziemlich sinnlos. Wichtige Dokumente? Wahrscheinlich. War jetzt ja gerade nur Mutmaßen. Sind das wieder hier solche? Warum greifen die nicht an? Und warum sehen unsere Freunde die hier nicht? Ich meine, ich würde doch mal zuerst das Gebiet hier checken, sauber machen, bevor ich hier anfange, irgendwas rumzuwerkeln. Aber nun denn. Muss man glaube ich nicht verstehen. Oh. Juhu, geschafft! Juhu! Zumal, warum da auf dem Schiff? Wie sind sie da hingekommen? Die müssten ja rein theoretisch vor unseren Freunden da hingekommen sein, weil ich glaube nicht, dass unsere Freunde so dämlich sind und nicht bemerken, wenn sich fünf Leute, beziehungsweise fünf Männer, nach da hinten verziehen. Also so an ihnen vorbeischleichen und so. Ich glaube, das hätten die schon bemerkt. Die ganze Zeit da hinten campen und warten? Man Bericht erstatten können sie auch nicht, oder haben sie irgendwelche Brieftauben oder so? Oh, da komme ich bestimmt nicht hoch. So. Oder haben sie doch Brieftauben? Briefmöwen vielleicht sogar? Weil Tauben habe ich hier noch gar keine gesehen. Das ist doch total Sinn. Oh! Wie jetzt? Ihr seid hier nicht mehr am Arbeiten? Was soll denn das? Was ist das für eine Einstellung? Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp, stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir.
Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Eine Erklärung von einem Wissenschaftler gehabt. Ich meine, muss ja nicht gleich in einem Streit ausarten oder so, aber wenigstens eine vernünftige Erklärung, was denn die ganze Scheiße nun soll. Das ist gesagt so. Ja, wir haben einen neuen Bogen. Wir haben einen neuen Bogen. Juhu. Ich freue mich. Hab halt was. Gewickelte Szene hatten wir ja schon. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Ja, ich habe gerade meinen Spaß. Aber natürlich sofort aufrüsten. Wir haben ja genug Sachen. Bergung ist gut. Oh, cool. Guck mal, unser neuer Schatz. Oh. Ich freue mich. Ich freue mich. Aber ich weiß ganz genau, wie es kommt. Weil ich kenne mich. Ich werde dann irgendwann unseren alten Bogen vermissen. Glück überhaupt nicht übertrieben und oh, guckt euch das Schätzchen an. Oh, hui. Den müssen wir gleich ausprobieren. Ich weiß auch schon wo. Obwohl, Moment. Bevor jetzt hier die Euphorie wirklich noch Überhand nimmt. Zuerst mal, wo sind denn alle? Sobald alles aufgebaut ist, können Jonah und ich die Maschine rausheben und die Reparaturen durchführen. Ich brauche mein Werkzeug. Was du auch tust, bring es zurück, Lara. Ja, werde ich ja machen. Aber kann ich sonst noch? Oh. Na los, steh hier nicht rum. Geh zur Endurance und hol mein Werkzeug. Warum musst du es denn nicht? Du musst doch nicht immer gleich so pumpig sein. Ich weiß mal, das ist eigentlich nur gut mit uns, aber trotzdem. Frauen. So, wo sind denn die anderen? Ich will mit den anderen auch alle reden, wenn ich so dann vielleicht irgendwann mal finde. Hallo? Leute? Klingt nicht gesund, will ich mal zum Arzt mit. Leute. Ach, blinde Kuh. Hast du was gefunden, um dich abzulenken? Eine alte Ausgabe von Robinson Crusoe. Grausame Ironie. Naja. Am Ende entkommt er von der Insel. Nehmen wir das als gutes Zeichen. Ja, würde ich auch so sehen. Sagt sie vielleicht jetzt noch was? Und so erkennen wir nie den wahren Status unseres Zustands, bis er durch sein Gegenteil verdeutlicht wird. Und können nur schätzen, was uns gefällt, wenn wir es nicht haben. Wir werden das hier doch überleben, oder, Lara? Aber natürlich, meine Liebe, natürlich. Mach dir darum mal keine Sorgen. Ruh dich aus. Lara bringt Alex zurück. Dann werden wir... Was haben Sie gesungen? Wann hast du bitte schon Lara halt die Fresse? Entschuldigung. Ich will jetzt wirklich nicht reden, Lara. Geh, finde Alex. Ja, mache ich gleich. Mit dir will ich nicht reden. Geh weg. Warum kann ich denn nicht? Mann, das ist doch kacke. Hm. Lara. Ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Also, ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Gott, ich hasse ihn langsam, sehr ehrlich gestehen. Was? Wirklich, Lara, ich muss mich konzentrieren. Wie groß ist das?
Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Lara, ich weiß, du traust Whitman nicht. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Er ist durch das alles sicher überfordert. Aber ich glaube nicht, dass er uns verraten würde. Hoffentlich hast du recht. Wo schießt er mich denn die ganze Zeit mit seiner Waffe? Was meinst du? Alex ist zu lange weg. Ich hätte ihn nicht alleine gehen lassen sollen. Du solltest aufbrechen. Du musst Alex finden. Mhm. Sonst noch was? Nee, das war's. Okay. Muss ich sagen, finde ich richtig schön, dass wir auch mit unseren Freunden hier noch reden können. Also so ein bisschen interagieren zumindest. Macht das Ganze sympathischer. Also sympathischer ist das Spiel ja so oder so sehr sympathisch. Bin ja schließlich auch ein riesen Tomb Raider-Fan. Ja, gefällt mir sehr. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt an der Stelle hier eine Folgenpause machen. Und beim nächsten Mal probieren wir dann unseren Bogen aus, ja? Bis dahin. Tschüss.